Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario RPG. Die zweite Folge, die gestern kommen sollte, die hat sich leider ein bisschen verzögert, weil da ist was beim Hochladen schief gelaufen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die ist dann jetzt auch gestern Abend ganz spät gekommen. Anstatt gestern Vormittag. Da hat die externe Festplatte nämlich eiskalt den Geist aufgegeben. Naja, gut. Aber jetzt sind wir wieder hier in unserem Krater unterwegs und sind auf der Suche nach unserem Sternenstück, das sich hier irgendwo verstecken soll. Wir werden es auf jeden Fall finden. Da bin ich ganz, ganz zuversichtlich. Die Kämpfe sind ja nicht sonderlich schwer. So, Härtetrank. Chance auf Doppelmünzen. Endlich, es ist mal wieder soweit. Bum, 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 bum. Oh. Ich wusste nicht, ob links oder rechts. Das war tatsächlich geraten. Aber es war richtig geraten. Solange. Verdammt. Ich will da wieder hoch. Hoch, hoch, hoch. Ah ja, perfekt. So, und jetzt nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Linksrum. Hervorragend. So. Wir gehen natürlich weiterhin. Ein Panzeremse. Starker Feind. Und ein Ford Villa. Und ein Urdorni. Das wäre, glaube ich, leichter Overkill. Wir gehen auf die Panzerechse. Alles andere stirbt im Cleave. Sagt man ja in manchen Spielen. Und alle hopp. Okay, wir haben gar nichts besiegt. Oh Mann. Ich erstmal wieder warm werden heute. Ja? Erstmal wieder warm werden. Neue Runde, neues Glück. Ja, eins, zwei. Was besiegt? Wir machen einfach nochmal ein Blitzgewitter in der Hoffnung, dass das für Donkey Kong auch reicht. Oh, es hat aber für die Panzeremse nicht gereicht. Aber der Angriffsschub ist okay. Okay. Okay, und los, mach mal Ende hier. Hervorragend, was will man mehr? Außer Doppelmünzen oder Erfahrung. So, hier ist noch ein Knochen trocken. So, warte mal, jetzt haben wir hier einen Weg. Aber hier geht es nicht lang. Das heißt, wir gehen hier unten lang. Ah ja, jetzt hüpfen wir hier hoch. Da haben wir wieder so ein Vieh. Die Viecher finde ich super lustig. Urdorni, mach mal weg. Zu früh A gedrückt. Ich sage ja, heute ist der Wurm drin. So ein Knochen trocken hält aber viel aus. Ja? Nachdem er uns dann seinen Kopf an Kopf geworfen hat. Aber an dem macht man auch echt viel Schaden. Wieso hält denn der so viel aus? Können wir da einmal bitte den Gedankenleser machen? Hallo? Bitte, bitte, bitte. Null. Anfälligkeiten. Egal, wo ich auch hingehe, niemand kann mich leiden. Hm, komm. Ist klar, wenn du mir deinen Kopf oder deine Knochen am Kopf wirfst. Dann kann man dich ja auch nicht leiden. Eigentlich müssten wir ja mal testen, wie viel Schaden die Trio-Technik macht. An dem. 1000. Ah ja, okay, weg ist er. Ja, aber echt eine Menge eingeschickt. Dafür gibt es nur 14 Erfahrungen. Absolute Frechheit. Ist das jetzt wieder so einer? Dann schießen wir erstmal den weg. So. Und jetzt kämpfen wir wieder 3 Jahrzehnte gegen den. Bum, bum. Schaden macht er ja auch nicht, ne? So, wir machen es einfach so, wir machen den Ultrasprung. Mal schauen, wie viel Schaden wir damit machen. Wir müssen ja eh 30 Sprünge schaffen. Mal gucken, ob wir 30... Ne. Aber diesmal ging der viel schneller kaputt. Komisch. Naja, Level Up ist Level Up. Die.
Da kommt immer mehr. So, ich will den dicken. Und Feuer frei. Oh, der Kopf ist schon mal ab. Jetzt kommt nur noch der Stein. Bum, bum. Und weg damit. Jawohl, ja. Und der ist auch süß. Der kann ja gar nichts. Wie viel? Oh Gott, wie viele sind denn da? Und da haben wir da auch mal wieder kräftig drauf. Mal schauen, wie viel der diesmal aushält. Kampferzeuge. Aua. Sowas macht mir die Combo kaputt. Ich weiß es nicht. Okay, diesen Kopf abzuwehren ist gar nicht mal ohne. Jetzt zählt er wieder so viel aus. Vorher hat er weniger ausgehalten. Irgendwie ist das sehr eigenartig, gegen die zu kämpfen. Kann sein, dass man den mit Fähigkeiten kaputt machen sollte. Moment mal. Dann mach einfach mal den Gino-Strahl. Aber man darf den nicht angreifen. Ich glaube, man muss die mit Fähigkeiten besiegen. Aber jetzt erstmal Peach Level up. Yep, yep, yep. Machen wir es direkt so. Tatsächlich. Dann ist dieser viele Schaden, den man an dem macht, einfach nur Täuschung. Ach, da ist er wieder. Und dann kämpfen wir einmal gegen Krator. 1, 2. Und, nee, nicht Gedankenleser, sondern Blitzgewitter, bitte. Für die Kleinen hat es gereicht. Der Krater ist rasend vor Wut. Jetzt haben wir natürlich Angst. Und jetzt ist er besiegt. Rasend vor Wut. So. Oh nein, da wollen wir nicht lang. Da auch nicht. Da wollen wir rein. So. 1, 2, 3. Ja, dann darf jeder einmal draufhauen, dann sind die auch besiegt. Oh, Mario hat auch ein Level Up. Ich freue mich sehr. Level 23. Einmal auf KP, aber ich glaube, bei Mario auf KP gehen lohnt sich gar nicht. Der kriegt da so wenig Value, dass das gar keinen Sinn macht. Oh, der ist fast besiegt. Dann jetzt auf die Panzerämse. Oh, daneben auf Donkey Kong. Aber da kann man so einfach kurz einen Prozess machen. Und weg damit. Mello Magie. Magie. Mello kriegt immer Magie. Wer bist denn du? Was ist denn das für ein Rowdy-Toad? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, grüß dich, hab euch antrappen hören. Dachte schon fast, ich höre Gespenster. Ich bin Nitro-Toad. Kommt lieber schnell rein in die gute Stube. Hier ist heißer als im Bowser's Backofen. Nitro Toads Magmarkt. Hey, hier gibt's Übernachtungen. 30 Münzen pro Nacht kostet der Spaß. Wir nehmen jede Nacht mal mit. Wird's dir scharf gefällig? Ja, sauber. Ich mache euch schnell die Kurien zurecht. Gut's Nächtle. Das sah aber sehr unbequem aus. Morgen, der Herr. Und zufrieden sind doch Mond meine Kurien, oder? Aha. Es waren 30 Münzen für...
hey, hier gibt's Kleidung zu kaufen. Ach, okay. Was haben wir denn hier? Die Feuerlatzhose für 27 Abwehr und eine Menge Magieschutz, aber 10 weniger Angriff. Die Feuerhose für ihn können wir ja auf jeden Fall kaufen und den Feuerpanzer für ihn auch. Und das Feuerkleid für Frau Peach natürlich auch so. Komm mal rüber hier. Hey, hier gibt's Items. So, dann zeig doch mal deine Items. Medienpilze würde ich 6 Stück nehmen. Ahornsirup würde ich einnehmen. Muntermacher geht nicht. Reinigungssaft geht nicht. Und Gruppenreinigung brauche ich nicht. So, dann auf Wiedersehen. Einmal El Speicherino. Der verfolgt uns. Guck mal, steht er hier. Wenn man dankt, kommt jederzeit wieder. Hallo? Nee, geh mal wieder. Kommt der jetzt wieder rausgelaufen? So, wir gehen mal weiter. Ah, okay. Das ist wieder sowas, wo man einfach... drei, und wir sind da. Easy. Was kommt jetzt? Okay, einfach ein Kampf. Ohne großen Dialog. Mal gucken, gegen was wir jetzt kämpfen dürfen. Was bist du? Das ist ja putzig. Der Kaiserdrache. Krieg ich erstmal die Trio-Technik auf den Kopf. Und da ist die der Sternstrahl. Ach, ich habe schon wieder zu früh gerückt. Dass der dann immer noch mal aufhört auszuholen. 1, 2. So, und du darfst den Gedankenleser machen. 500 HP hat er nur noch und Eis und Furcht anfällig. Geysirgewalt. Das nehmen wir einfach mal so hin. Und 200 Ryan Swans. So, jetzt machen wir ihn tot. Oh nein, wir schießen daneben. Aber wir wissen ja, dass der Eis anfällig ist. Dann gibt es einfach den Schneemann. Da dürfte ja eigentlich relativ viel Schaden machen an ihm, wenn er auf 404 anfällig. Das war es mit dem Kaiserdrachen. Der Kampf war aber relativ einfach. Ich glaube, der war zu einfach. Das wird noch nicht gewesen sein. Was ist das denn jetzt? Kaiserdrachen-Skelett oder was? Klapperdrache. Natürlich. Du einmal schießen. Einmal draufhauen. Items. Der Royal Sirup stellt ABP wieder her. Das wollen wir nicht. Das auch nicht. Kristallwasser besiegt Untote im Handumdrehen. Naja. War ja jetzt nicht so viel Schaden, aber ich dachte, wenn da steht im Handumdrehen, dann besiegt das das im Handumdrehen. So. Eigentlich habe ich ja Heilung gesucht. Na klar. So, Moment, haben wir einen Muntermacher? Haben wir bestimmt, ja. Dankeschön. So, Quop. 30 KP, 80 KP der Gruppe. Stellt die KP komplett wieder her, aber nicht von der Gruppe. Ziesling Keks. Yoshi Keks wissen wir ja. Yoshi Bonbon stellt 100 KP wieder her. Okay, also 80 KP der Gruppe. Dann nehmen wir den. Mist. Oder dann haust du auch einfach mal so drauf. Ach, das war immer noch zu einfach. Aber das war es tatsächlich. Ich hätte gesagt, dass das viel zu leicht war.
Versteckt sich hier noch was? Nee. Hier auf der anderen Seite. Erstmal den Hintern verbrennen. Wieso kann ich denn hier in die Lava fallen? So ein doof Blödsinn. Na gut. Dann gehen wir einmal weiter. Und da ist der Stern. Was? Bitte? Stern? Komm. Oh nein. Wer ist das? Wir haben den Stern. Wir sind unschlagbar. Wir sind unglaublich. Und unheimlich hinreißend. Gehört, macht euch vom Acker, ihr Macker. Na toll. Hinterher bringt uns meinen Stern wieder. Also unseren Stern. Also den Stern der Sternenstraße. Da sind sie alle fünf. Rotball, schau mal da unten, da ist der hässlichste Schnurrbart, den ich je gesehen habe. Oh, wie widerlich. Der Typ sieht ja schlimmer aus als dieser Mario, der blöde Kerl. Das ist Mario Blechbirne. Ja, hören Leute, zuallererst bringen wir den Stern an Bord der Klinge und Mario kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir da echt hinterherlaufen. Besiegt die auch alle fünf. Da ist der Stern. Hey, Rotball, sei doch vorsichtig damit, Mann. Du hast echt zwei linke Hände. Pink mir doch noch. Nervig. Sind wir zu langsam oder kann man die gar nicht einholen? Nee, ich glaube, die kann man nicht einholen. Auf jeden Fall müssen wir hier viel springen. Da sind sie wieder alle. Bleibt stehen. Weglauf, ey. Weglaufen ist sinnlos. Nanu, wo ist die denn, die Klinge? Nur die Ruhe ist sicher schon hierher unterwegs. Sicher, Rotball? Ich bin nicht sicher und jetzt entspannt euch. Gut, ja, da ist Mario. Zu spät, er ist viel zu spät. Oh, steckt das Ding. Ruhe, ihr Heuldosen. Was ist das? Na, endlich. Okay. Das ist also deren Schiff. Aber wir kämpfen scheinbar gegen das ganze Schiff und gegen die fünf Beile. Im Namen aller Schlechten. Für Bosheit, Ruch und Qual. Er zittert, ihr Gerechten. Und spürt den bösen Stahl. Hier kommt die Beilbande. Alles klar. Dies Sternstück gibt den Leuten Hoffnung. Es muss zerstört werden. Das ist aber fies. Erstmal die Gino Nova. Bombendonner? Aua. Okay, das war jetzt nicht so schlimm. Ultrafeuerball bringt alles nichts. Mario hat keinen Gruppenschaden. Mario ist echt schwach. Aber dass die mal so lange brauchen, um endlich auszuholen. Schneemeister. So, perfekter Schaden. Das dürfte auch relativ... Hey, Rotball. Was denn? Meine Brille hat einen Sprung. Nicht nur die. Blütenbö. Oh, nicht abwehrbar. Aua. Oh nö, Meteoritenhagel. Und nö. Und nochmal die Gino Nova.
Genug, jetzt bin ich sauer. Nun setzen wir euch ein Ende. Formation, hepp. Was? Und los. Wie Power Ranger. So, dann einmal der Maximum-Pilz. Und wir haben sogar ein extra Item bekommen. Sternstampfer trifft aber nicht alle, ne? Er trifft nur die Klinge. Können wir eben nur noch die Klinge angreifen, ja. Dann machen wir den Sternstampfer. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13. Das macht gar nicht so viel Schaden, wie ich hoffe. Aktiviere Superstrahler. Maximale Aufladung erreicht. Bereit. Desintegrator Feuer. Das war ja gar nicht so schlimm. Einfach drauf schießen. Oh, Maximum Pilz. Und KP Regen. Gerne. Oh ja, voll. Beginne Aufladung. So, dann einfach hier. Feuer. Ultrasprung. Oh, mal 17. Und was haben wir denn hier noch? Er kann sich noch einen Medium-Pilz gönnen eigentlich. Dann ist er auch wieder voll. Dann überleben wir den nächsten Strahl. Desintegrator. Blub, 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 blub. So, und Feuerfrei. Oh. Das kann nicht sein. Wir sind unschlagbar. Das sieht eure Klinge anders. Nämlich die Beibande unterliegt. Wow. Schnell weg. Das Ding stürzt ein. Wir sollten hier ganz schnell weg. 17 Erfahrung für diesen Kampf. Absolute Frechheit. Aber da ist endlich unser Stern. Den wollen wir auf jeden Fall haben. Und jetzt gehört er auch uns. Dip, 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 dip. Und der, ich nenne ihn mal Feuerstern, ist unser. Das war somit auch Stern Nummer 6. Fehlt noch einer. Sechs Sternstücke sind nun gefunden. Doch wo nur könnte das letzte Stück auf uns warten? Bergfurio haben wir. Nimbus Land. Tja, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Bohntal, Randland, Küstenstädt. Sternhüge, Eheling. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, mit Weisequack zu reden und zu schauen, wo Weisequack uns dann als nächstes hinschickt. Aber bevor wir zu Weisequack gehen, gehen wir selbstverständlich einmal zu unserem Freund hier und gucken, ob er neue Noten für uns hat. Ich habe dir eifrig zugehört. Wundervoll, was du da gespielt hast. Ja, dankeschön, dankeschön. Okay, dann einmal zu Sir Weisequack. Das ist ja schließlich unser Guide. Oh ja, ja, ja. Ach, zeig mal her. Opa, ich habe mein wahres Zuhause gefunden. Es liegt ganz weit oben über den Wolken. Du sagst also, du bist ein Prinz? Das hätte ich ja nie und nimmer vermutet. Und nun retten du deine Freunde die Welt. Ach, Kind, wie weit du es doch gebracht hast.
Obwohl du endlich deine Familie gefunden hast, ist dein Abenteuer noch lange nicht zu Ende. Genau, und ich werde nie aufgeben. Okay, wo muss ich denn hin? So verbleibt also nur noch Bowsers Festung, die euch erwartet. Die Bewohner Nimbuslands werden euch den Weg dorthin weisen. Okay, auf nach Nimbusland. Also, Dankeschön, Weise Quack. Wie immer eine sehr große Hilfe gewesen. Ohne dich würde ich immer noch im Dunkeln tappen. Bup, 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 bup. Bup, ja, dann da hoch, dann da runter, da hoch, da hoch. Ne, nicht Randland, nicht Bohntal, Nimbusland, da wollen wir hin. Und dann hoch und nicht zu den heißen Quellen. Ich denke mal, nach dem Sternenstück sind wir eh wieder voll, das wäre... gehen wir zu seinen Eltern? Ich glaube schon. Seine, ach Gott. Müssen wir wieder durch das ganze Schloss laufen. Das dauert wieder. Dann hier hoch. Naja, Geheimschatz gefunden am Pommes. So, dann hier durch diese Tür. Dieses Schloss ist einfach viel zu groß. Viel zu groß. Kein Mensch braucht so ein großes Schloss. So, durch diese Tür, wo die Wachen vorstehen, logischerweise. Dann haben wir hier noch eine Wache. Dann da, das andere war das Elternschlafzimmer. Und hier an den zwei Wachen vorbei, das ist doch Mobbing. Ach, hier. Mama, Papa. Hast du den Stern finden können, die Bitch? Ja, das haben wir. Die Beilbande hat ihn uns zwar weggenommen, aber nun haben wir ihn wieder. Wundervoll. Und nun kann die Sternenschranke sicher wieder repariert werden, oder? Achso, nein, vermutlich doch nicht. Euch fehlt schließlich noch ein Sternstück, wenn ich es recht verstehe. Der letzte Stern. Warte mal, es bleibt nur noch Bowsers Festung. Dort müsst ihr suchen. Ja, das wissen wir, aber es gibt keinen Weg hinein. Glaubt mir, wir haben es versucht, aber... Gewiss, gewiss. Nicht mal Mario kann so weit springen. Also gut, dann erlaube ich euch den. Ist die Idee, Liebste. Ihr könnt den königlichen Bus nehmen. Ja, Mello, die Zeit ist gekommen, da du den Bus benutzen darfst. Ach, als ich in deinem Alter war. Ach, ja. Ehrlich, ich darf ganz bestimmt... Aber natürlich, Liebes. Ich werde den Mechaniker anweisen, den Bus zu reparieren, bis du uns wieder verlässt. Denn du musst Mario und den anderen einfach helfen, das letzte Sternstück zu finden. Auf jeden Fall, Mama. Dankeschön. Komm, Mario, los geht's. Ich laufe jetzt nicht wieder aus dem... Ich laufe doch jetzt nicht wieder den ganzen Weg aus der Festung raus. Gibt's hier keinen Hinterausgang? Was ist das? Wie komme ich denn da? Ah... Danke. Mist. Dann geht's jetzt erstmal ganz tief nach unten. Aber hey, so kommt man auch schnell aus der Festung raus, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also, ja. So, Nimbusland. Und dann können wir, glaube ich, hier oben... Ist das der Busfahrer? Der Bus wurde endlich repariert, wir könnten die Fahrten wieder aufnehmen. Prinz Mello. Wir möchten zu Bowsers Festung, könntet ihr uns dorthin bringen? Seine Hoheit König Nimbus hat mich bereits darüber unterrichtet. Ihr werdet im 0, nichts am Ziel sein. Da kommt er, da kommt er. Brumm, brumm. Oh, mit einem Lakito als Busfahrer. Und, wie läuft der Motor? Oh, der schnurrt wie ein Kätzchen. Könntest du bitte Prinz Mello bis zum Eingang von Bowsers Festung bringen? Selbstverständlich. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder meine Fahrten aufzunehmen. Kommt Prinz Mello, hüpft rüber.
Und 1, 2, 3. Alles einsteigen. Abfahrt. Ich will auch so einen Bus.